Leute, sind wir beim nächsten Spiel und ich habe Domme dabei. Gut doch. Und wir gucken uns heute an 8cast gegen Reanimator. Ja. Zwei der Top-Tier-Decks. Also zumindest Reanimator ist aktuell noch unter den Top-Tier-Decks. Ich glaube, 8cast fällt aktuell ein bisschen out of favor. Ich glaube, 8cast ist Top 2. Also Tier 2, ja. Tier 2-Deck. Was aber auch immer noch sehr viel Power nach vorne bringen kann. Okay, Reanimator fängt an. Das ist natürlich schon mal schlechter für den 8cast-Spieler. 8cast hofft dann einfach, dass Force reicht. Ja, quasi. Chalice funktioniert leider nicht. Ja, Chalice funktioniert, aber es ist halt die Frage, wenn Reanimator jetzt zu viel macht, ist halt auch doof. Das ist Grief-Pitch. Ritual. Okay. Saga, die Aether-Spellbomb. Bubble, Force, Kappa. Force ist gut, aber... Ja, die stippt halt jetzt die Hand. Geht so, boah. Also theoretisch kannst du auch einfach, egal was er spielt, bouncen. Ja, das stimmt. Hast den Opel, was eins? Opel, du hast zwei Bubbles. Du kriegst die Spellbomb sogar, Turn 1 raus und kannst bouncen. Genau, deswegen. Also das ist doch... ein Go. Go. Ui. Also, hier ist meine Hand. Ja, das ist so... Wie sagte Kevin mal, Bulimie-Deck. Ja. 3, 4. Dann Trigger. Ja. Ja. Dann kriegst du mit der Saga die Bubble und dann hoffst du, das reicht. Was war das? Ich glaube, ein Fort Monitor. Auf jeden Fall irgendwas Blaues. 4, es reicht nicht ganz. Chalice. Ja. Boah. Krass. Ja, du musst jetzt so spielen, ansonsten kriegst du das Ding nicht raus. Ja, du kannst jetzt eine Challenge spielen. Warum nicht? Auf 1. Kriegst du die... Die Spellbomb. Kacke. Wo auch immer sie ist. Ja, das ist natürlich doof. Ja, stimmt, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das tut natürlich weh. Go. Challenge auf 0 ist auch 0 Option. Jupp, so ziemlich... Da kommt das Entum. Wow. Ich meine, es gibt halt leider mittlerweile genug Reanimation-Spelle auf 2. Ja. Die meisten. Ich glaube, nur Reanimate ist auf 1. Ja. Die Enabler sind halt... Ja, aber das Entum hätte halt in Reaktion auf den Chalice Cast. Genau, können. Also Entum wäre eh gekommen. So kommt der Grusel-Daddy. Der macht halt auch nicht so viel. Ja, der ist halt gruselig. Ja, aber der geht halt auf die Hand, ne? Zieht aber vorher 14 Karten. Das kann schon gut sein. Kannst du relativ. Das zweite Land. So, was haben wir noch? Ist ein Reanimate, ja. Go, ja. Da verliert man erstmal 8 Leben. Das tut natürlich schon mal gut. Das tut natürlich schon mal richtig gut. So. Und dann kann man maximal noch einmal Karten ziehen. Ach, Baller. Nee, da würde ich nicht mehr wieder End of Turn gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Handkarten für 7 Leben. Seid ihr ein fairer Deal, oder? Jo. Für einen am Tisch. Für einen am Tisch ist das ein fairer Deal. Das ist halt jetzt die Sache, ob da jetzt was nachkommt. Wenn da was Vernünftiges nachkommt, dann ist halt schwierig. Und jetzt quasi schon überlegen musst, wie du den Arsch in Trockene kriegst. Dort. Ja, das ist natürlich schon mal ein Ding, aber ansonsten. Ich meine, hier nach kannst du Chalice spielen. Ja, kannst Chalice spielen. Wenn du Land ziehst, kannst du einfach auch einen Token machen, die geht wahrscheinlich umnatzen. Ja, das stimmt. Das ist alles relativ solid. Ja, vor allem, du kannst ja den Dings jetzt gleich einfach bouncen. Also, wenn jetzt wirklich nichts kommt, ist das eigentlich schon gelaufen, weil das kann halt auch mal passieren bei einer Mäde. Ja, klar. Das ist öfter, als man denkt, tatsächlich sogar. Da kommt ein Entum. Noch ein Entum, ja. Dann muss aber als Follow-up irgendwas kommen. Ja, der Archon vielleicht. Ja, nee, also als Reanimation-Spell muss ja dann irgendwann kommen. Außer er hat noch einen Dark Crit. Das ist der Emissary, oder? Emissary, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Der ist irgendwie 8-8 liegen oder so Mist?
Weiß ich gerade gar nicht. Das Problem ist halt, dass der ansagt, was der ansagt. Ja. Der gibt halt Schutz vor Instants, Sorceries, Creature oder Artifacts. Mhm. Ja, da ist das Ritual. Das ist Animate Dead. Oh, das ist strong. Oh, wenn er. Okay, jetzt sagt er Artifacts an. Dann sagt er Artifacts an und du guckst voll in die Röhre, weil alles, was bei dir Schaden macht, außer eine Embry und ein Psy, sind Artefakte. Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon heftig. Ich weiß gerade gar nicht, wie stark der ist. Ja, man hat sogar noch Mana übrig. Das heißt, man kann auch irgendwas machen. Boah, schwierig. Spannend. Ja, vor allen Dingen, was hast du jetzt an Outs? Emery bitte? Wenn du diese kriegst, ja. Du hast hier rutschen Ottaware. Jo. Zwei Stück. Aber Ottaware brauchst du halt das Mana für, das wird halt ein bisschen nerviger. Das wird ein bisschen nerviger, ja. Ansonsten hast du jetzt nur noch Sideboard-Kram, den du nehmen kannst. Mm. Boah, das ist eine gute Karte gegen Edcast. Das ist wirklich strong. Warum wird jetzt. Achso, das war eine. Von Unmask noch gekommen. Kann man Unmask, Draw, Trigger, 2, Land? Land. Nützt halt genau gar nichts. Zwackt dir nur Leben. Ja, du kannst zumindest einen Dude machen. Ein Dude solltest du im Laufe des Spiels irgendwie machen, damit du gewinnen kannst. Hm. 1, 2, du kannst auch einfach den Kappa spielen für 6. Das macht sogar wahrscheinlich sogar mehr Sinn. Aber den ganzen Discard, den Reanimator da hat. Ja, vor allen Dingen, der kommt ja im Zweifelsfall sogar durch in der Runde, wenn er angreifen kann. Ja. Kein Kappa gespielt. Kein Kappa. Das. Ja, wahrscheinlich der Dude. Ja, die Emissary ist halt echt stark. Die habe ich auch so nicht am Schirm, weil alle reden halt von den MH2-Karten von Grief und von dem Archon. Ja, ja, und das Deck wird halt komplett von der rausgenommen. Ja. Du kannst ja noch nicht mal mehr die Bubbles cracken auf den Gegner. Den Gegner. Stimmt, du musst die auf dich selber cracken, damit du weiterkommst. Und das ist schon schwer genug. Das ist natürlich strong. Da wird gerade auch noch diskutiert, ob man überhaupt ein Out hat. Und ja, hat man. Jetzt hat man sogar das Mana dafür, man muss es nur ziehen. Ja. So ein Fort-Monitor oder so ein Fortcast wäre jetzt mal. Ja, irgendwas, was halt auch Kampf zieht, ja, absolut. Der Vorteil von der Ottaware ist halt, die kann er nicht discarden. Das stimmt und ich counter. Nee. Ich weiß gar nicht. Gibt die Emissary auch Schutz von Ländern? Ich glaube nicht. Nee. Nee, die sagt Card-Type. Card-Type. Aber ich glaube nicht Card-Type an sich, sondern halt Permanent, also Creature-Ding. Weil ich glaube, du kannst auch keinen Schutz auf Planeswalker mit der bekommen. Zumindest wäre das neu für mich. Guck mal gerade jetzt mal genauer nach. Enter the battlefield, choose a card type. You and creatures you control have protection from the chosen card type. 7-7. Okay, wurde doch der Gegner gejuiced. Obwohl er es nicht darf. Illegal. Ja, ich glaube, da wurde jetzt gerade einfach nicht gecheckt. Was sind das für Monkeys? Das sind XX-Konstrukte. Dry Dude. Das ist ein Dude, ja. End up. Boah, Ottaware. Keine Ottaware. Ja, geht die auf 3. Noch ein Dude. Ich glaube, die macht man keinen Dude mehr, oder? Aktuell reicht es halt. Obwohl, wenn die. Ja, doch. Wenn die Dings durchkommt, hat man genau die 4 Schaden. Ja, ja. Und du tutorst ja auch was. Also, das ist nicht das Problem. Geht doch dafür. Okay, man geht noch für einen Dude. Interessant. Aber, klar. Ja klar, weil es die Glocke nicht verkürzt. Der 6. Vorne.
Es wäre so oder so ein Three-Hit gewesen. Das stimmt. Kann man sich nehmen. Man kann auch nicht mehr blocken, oder? Nee, das auch nicht. Das ist schon ziemlich krass. Du kriegst einfach jetzt einfach Small. Ja, einfach random Bubble. Ja, wahrscheinlich Bubble. Für mehr Card Draw. Man muss hier, glaube ich, einfach für den Card Draw gehen. Oder Petal. Ja, du musst den Card Draw nehmen. Weil ansonsten... Wurde vergessen, aus der Bubble die Extra-Karte zu ziehen? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Ja, wurde es. Ja, der Shadow Spear bringt halt auch nichts. Ne. Nö, hier gibt man einfach eine Bubble in den Draw. Jo, dann... Oh, der eklige. Vor allem jetzt bist du runter vom Mana. Ja. Dann wäre vielleicht ein Petal doch gar nicht so doof gewesen. Retrofitter, die macht halt auch gar nichts. Ja, das stimmt, stimmt. Aber der Emissary hat auch nicht angegriffen, oder? Nee, ich glaube nicht. Und mit dem Animated kriegt er minus 1 plus 0. Ja, der ist 7-7, deswegen der ist 6 vorne. Ja. Go, draw. Ja. Das ist natürlich schon heftig und auch ätzend tatsächlich. Das ist jetzt halt eine Karte Top-Deck Win-Win. Aber die muss man halt finden. Das ist halt eine von, zwei von. Was ist das? Ja. Ja, das ist ein bisschen weniger, sagen wir mal 50. Das ist schon nicht so die höchste Chance. Ja, dann gehst du auch noch 6. 10. Uff. Schon was anderes. Ja, dann guckt man sich aber gerade an. Dann ja. Upkeep, draw. Draw Space, draw. Dann noch. Dann. Ist das eine Tabade? Nee. Also ein Force. Das ist ein Force. Ein Force, ein Thoughtcast und eine Emry. So, klingt nicht gut. Vier. Das ist. Ja, man kann den Thoughtcaster spielen natürlich. Verkürzt die Glock nicht. Ja, nee, verkürzt die Glock nicht. Das ist das letzte Mal, dass man das tappen kann und dass man direkt drauf geht. Ja. Ja, jetzt ist man, hat man halt im Endeffekt auch aufgegeben, weil wenn du jetzt das Ancient Tomb nochmal tappst, wenn, selbst wenn du sie jetzt findest, tappst du das Ancient Tomb. Ja, es geht auch noch. Da hast du immer noch zwei Leben. Ja, ja. Nach dem Ende fast halt auch genau. Ja. Das ist nämlich jetzt das Problem, ja, das... Ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aber Reanimator ist halt auch echt kein letztes Matchup, glaube ich. Zumindest nicht, wenn du nicht anfangen darfst. Wenn du anfangen darfst, ist es, glaube ich, ziemlich chillig. Ja, Chalice of 1 feuerfrei. Ja, Chalice of 1 macht so vieles gut. Ja, und so viele Matchups spielbar. So, was sind die Frage? Kann man jetzt schon mal mit Borden überlegen? Boah. Fairies? Ja, oder? Fairies sind ganz gut, beziehungsweise Leyline spielen ja auch manche. Leyline, ja. Cage? Wenn er im Sideboard ist, ja. Lantern? Lantern, Needle, sowas halt. Also die klassischen Artifact-Hate-Sachen. Bei Reanimator wahrscheinlich sowas wie... Wentea. Ja, Wentea oder hier sogar... Meltdown? Meltdown. Das kann gut sein. Da kommt Force. Ätzend. Ja, jetzt hat man noch den einen Draw und man muss gleichzeitig eine Mana-Source finden, die er nicht umbringt. Und das Land. Schwierig. Bubble. Ja, die macht nichts. Die macht genau gar nichts. Ja, das war da, ne? Man könnte noch den Thaumator spielen, das war Lulz. Ja, aber ziehen tut es trotzdem nichts. Nee, nee, das Spiel ist. Das was Spiel dich glauben. Rettet. Ah, nee, du kannst dir selber eine Handkarte anschauen. Und im Gegnerzug mit dem Draw. Also trotzdem nicht das Mana Fortavara. Stimmt. Du brauchst 4 Mana Fortavara. Ja, bleibt wie es ist.
das jetzt nur noch rumgegamble, weil vielleicht was. Naja, noch so ein paar von diesen Draws. Ja. Na, wobei hier musst du leider das Paddle jetzt halt cracken. Ja, ja, genau, du musst jetzt quasi Paddle cracken. Also schmeißt du zwei und keinen ab, um zwei weitere zu ziehen. Was okay ist, normalerweise macht man bei solchen Deals ja immer Minus. Aber hier war es bleibt halt auf da 0. Da passiert genau gar nichts. Ja. Aber wie viel Power da auf dem Board liegt und nichts kann connecten. Ja, das ist schon. Also die Emissary ist wirklich, wirklich strong. Boah. Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Vor allem, weil du halt wirklich vom Prinzip her eigentlich gewonnen hättest, aber du kannst es halt nicht loswerden. Ja. Boah, das ist heftig. Habe ich auch gar nicht im Schirm gehabt, tatsächlich, die Emissary. Als der die auch rausgesucht hatte, da dachte ich schon so, boah, ist ja ein Ding, das hier. Vor allen Dingen, die wird ja noch nicht mal immer gespielt. Sehr nice. Sideboard Guide. Das finde ich sehr, sehr cool. Viele Leute vergessen das, dass das ein Ding ist, dass man das machen darf. Und immer wenn wir es auf Kamera haben, möchte ich es erwähnen. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Absolut nicht. Gerade nicht, wenn es irgendwie ein größeres Turnier ist, ein längeres Turnier ist, es freitags abends ist oder ähnliches, macht es so viel Sinn, so einen Sideboard-Guide dabei zu haben, weil man dann eben weniger Ressourcen seines Kopfs in Sideboarding stecken muss und jedes Mal aufs Neue. Oder auch mal was, wenn du dich einfach vergisst. Oh ja, oh ja. Wie oft vergisst man irgend so eine Keykarte, die man gerade gebrochen kann? Ja, oder rausboarden. Man boardet oftmals auch teilweise mittelmäßig gute Karten raus, obwohl man noch viel schlechtere hat, weil man einfach nicht dran denkt. Ja, da ist eine Hand mit drei Bubbles und 2 Force plus Pitch. Da fuck, kein Land? Kein Land. Wird genommen, wow. Uff. Ja klar, hast Draw 4 in der nächsten Upkeep. Da wird ja hoffentlich ein Land bei sein. Und du bist resistent gegen Discard. Außer gegen Kibithary. Die, glaube ich, niemand mehr spielt. Nein. Da wird dann noch Glucky Lookit. Swamp. Swamp, Top Deck gerade von mir, Top Deck gerade von dir. Das war ein Fetchland. Sagen es da noch Fetch aus. Und dann 1, 2, 3. Oder war sogar die Ottawara. 4. Und das. Also Saga ist durch nicht das Land, was du sehen möchtest, aber ist okay. Ja. Das ist gespielt. So, du hast halt jetzt die Hand voll mit Antworten. Ja, das stimmt. Du hast halt nichts auf dem Board, das ist jetzt gerade die Kacke, aber ja, ich sag mal vom Prinzip her. Ja. Finde ich. Ah, spielst in End of Turn, da kannst du jetzt fast nicht zocken. Force of Negation ist eben da ein Stück weit schlechter als Force of Will. Auch wenn es sonst nicht so wenige Möglichkeiten hat, dass es mal schlechter ist. In diesem Fall ist es doch so. Ja. Ansonsten finde ich es immer sehr, sehr wichtig, die Tutoren zu countern und nicht die Reanimation Targets. Ja, das ist halt jetzt gerade ein bisschen madig. Ansonsten, man hat das Ottawara schon gefunden. Das ist im Endeffekt der halbe Deal. Man hat viel Hate auf der Hand. Aber Mana wäre halt gut. Mhm. Da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen. Aber jetzt so ein Soulland wäre halt schon geil. Endstumpf wäre der Hammer. Das wäre halt schon. Oh, das scheiße Arkon, ich krieg zu viel. Das ist auch ziemlich gut. Ja, ist halt so Karte Nummer 2, die du nicht sehen willst, ne? Weil die macht halt 9 Schaden. Stimmt. 9 Schaden und dann jede Runde beim Angriff nochmal. Bam, 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 bam. Ja. Ja, ist jetzt die Frage, musst du jetzt den Reanimation-Spell countern? Den Enabler hast du ja schon nicht weggekriegt. Ja, durchgehen lassen müssen, tatsächlich, ja. Ja. Aber hier wird auch lange überlegt, welches Reanimator man nimmt. Top-Fetch-Opfer. Mhm. Nee, Leben, durchs Überlegt nach einer Ebene oder Sumpf. Eben. Schrupp. Schrupp, schrupp, schrupp. Oh, wenn jetzt ein Way hinterherkommt auf die Ding. Das tut weh. Hm.
Aber sollte man die ja nicht aufbewahren für... Ich glaube, da kommt Serenity. Ähnlich kacke. Einfach ähnlich kacke. Ja. Hm. Macht fast schon dasselbe, nur in schlecht. Aber ich glaube, man muss es forcen. Ansonsten geht halt dein Mana weg und du kommst halt nicht weiter. Und sonst ist es halt auch irgendwie ein Time Walk für die Gegner. Ist ja vom Prinzip her. Ja. Wird geforst mit Emry sogar. Krass. Ja, mal zwei davon. Dann ist natürlich die Frage, ob man jetzt ein Soulland zieht. Battle. Bring dich das weiter. Kostet Emry. Jo. Das ist korrekt. Vor allem, wenn man nicht überlegt, wenn man Emry benutzt, und um das einmal kurz zu haben, kann man eben Emry announcen. Ja. Und in dem Moment schaut es nach, wie viele Artefakte draußen sind. In dem Moment 1, das heißt, die Karte kostet 2 Mana. Und dann payt man das Mana. Mana wird das Ding geopfert und du kriegst Mana. Da wird auch der Wahrer gelegt, okay. Puh. Gefährlich. Wahrscheinlich, um sich die Chance offen zu erhalten, nachher einen Token zu machen. Mm. Ja, okay. Auf der anderen Seite, man hat jetzt noch einen Force auf der Hand und kann nächste Runde tutoren. Oh, da ist natürlich noch ein Brazen in Trash gegangen und Soul und eine Ancient Tomb. Oh. Plus halt der kleine Speer. Ja, ja, okay, aber den kriegt man ja wieder. Mm. Uff. Kappa auf der Hand? Ist Kappa auf der Hand? Kappa ist auf der Hand schon seit Anfang gesagt. Seit dem Draw. Mm. Ui, ui, ui. Schwierig, aber. Reanimate, uff. Da wurde ziemlich schnell zur Hand gegriffen. Da geht der Kappa, das war klar. Ja, der macht am Boden halt nur viel, nicht außerhalb tatsächlich. Ja, und jetzt aktuell hast du nicht mal ansatzweise genug Zeug, um den zu kriegen. Mhm, das stimmt. So, und jetzt... Summoner, Animate Dead. Animate Dead. Mäh. Ja, geht halt die Emry. Mhm. Du kriegst aber nächste Runde auf jeden Fall... Die Bubble... Was ist Fortcast? Jetzt hast du natürlich keine Handkarten mehr. Oh, ja, ja, das ist halt, das tut jetzt halt weh. Und du hast keinen Zugriff mehr auf die Amerikaten. Außer ziehst du neu. Aber ansonsten wird es schwierig, ja. Ich meine, du kannst hier immer noch einen Dude machen mit dem Trigger auf dem Stack, aber. Das nützt dir ja nichts. Mhm. Trotzdem gemacht. Okay, hat man einen Mana auf der Hand. Schwierig. Ich meine, Mana auf der Hand wäre natürlich immer wieder die bitterste Situation, wenn du die Karte ziehst und denkst so, ah, lass mich doch die noch spielen, dann wird alles so viel besser. Ja, du musst jetzt quasi für, oder war die Dings schon im Grave, da die Spellbomb gehen? Musst jetzt die eine Runde, okay. Man hatte das Mana auf der Hand. Sonst hätten wir den Dings wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Der Dude wäre sonst echt schlecht geworden. Ja, das heißt, du kannst den jetzt bouncen. Aber du bist halt so weit hinten dran. Hm. Gegenüber den gegnerischen 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8er liegt halt so ein 2-2. Du bist halt die ganze Zeit nur Gas am Geben und musst die ganze Zeit deine Draw-Karten wegschmeißen. Hm, das stimmt. Das ist halt das Problem. Das geht auf den Friedhof. Ich glaube, da war gerade mal so dieses, willst du nicht Reanimate Dead bouncen? Mm. Ist voll der gute Deal. Klassiker, der Klassiker. Ich will nicht wissen, wie oft das schon gemacht wurde. Ja, einmal live in Kamera. Das war schon gut. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich dabei war. Mm. Oh, schwierig. Ja, es zeigt aber halt aktuell noch so, dass Reanimate aktuell noch nichts mehr drin hat. Weil ansonsten ist es halt so Turn 3, Turn 4 für Reanimator schon echt schwierig. Ja. So, da kommt halt der schleppende Start von Elkast noch dabei. Mhm. Mehr Länder für Reanimator. Und der hat auch 4 5 Handkarten. Das kann auch nicht so mies sein. Puh, ich freue mich halt gerade, ob der überhaupt genug. Ja.
was der alles in der, auf der Hand hat. Hat man wahrscheinlich so einen Spell gezogen, den man nicht casten kann. Mhm. Eine Chalice wäre halt jetzt geil. Nee, kommt halt gar nicht. Badlands. Boah. Completed halt so ein bisschen, aber. Spannend, vor allem, weil ein Topdeck kann Reanimate halt wieder nach vorne bringen. Faithless Logic. Das ist zwei. Oh, das ist schon wieder Emissary. Problematisch. Noch ein Archon. Mm. Ist die Frage, ob man noch einen Reanimate-Spell hat. Hoffentlich nicht. Kommt auf die Seiten drauf an. Da kommt sogar noch ein Unmasked. Mm. Oh, Force of Negation sogar. Ja. Ist uncastable. Und ein Grusel-Daddy wurde dafür abgeworfen, krass. Ja klar, die Emissaries ja quasi win. Animated. Animated heißt, man kann beide was spielen. Ja, ich glaube aber bei Edcast nur die Emery drin. Echt? Müsste. Krass. Das halt jetzt richtig bitter. Jetzt geht das wieder los. Krieg ich einen, den letzten Brazen Borrower, weil den anderen habe ich ja weggemillt. Ja, plus einen Utawara. Oder die letzte Utawara oder nicht. Müsste die Emery nicht auch noch vier Karten mit? Ich glaube, der Trigger wurde hier vergessen. Scheinbar. Mm. Aber jetzt ist halt auch so, der Gegner ist halt immer noch bei 20 Leben. Mm, du bist halt in State of Game, wo du gar nicht sein willst. Nee, echt nicht. Echt absolut nicht. Boah, gibt man hier in die Bubble? Aber für den Draw wahrscheinlich. Muss fast schon. Lässt sich jetzt verprügeln, hofft, dass man nicht schnell genug stirbt. Was im Angesicht eines 6-6 Fliegers schon passieren kann. 7-7 ist er jetzt. Oh, okay, stimmt, er ist jetzt 7-7. Das heißt 7-14, 21-3 Hit. Jupp. Nee, ätzend. Das ist nicht geil. Hm. Go. Fortcast oder so wahrscheinlich auf der Hand, wenn man schon durchkommt. Oder den Monitor. Drei Mana. Ach, Faithless Looting Flashback. Ich dachte, ja. Ich dachte auch gerade schon so, hä? What is he doing, dude? Aber ich vergesse bei der Karte auch wirklich, wirklich, im Reanimator wirklich, dass sie Flashback hat. In allen anderen Decks erinnere ich mich dran. Im Reanimator vergesse ich das so häufig, dass sie wirklich einfach Flashback hat. Ja, okay, weil hätte sie hier gegen noch haben wollen, hätte sie Gravedigger's Catch früh genug rauskriegen müssen oder so. Es gibt erstmal aufs Maul. Erst hauen, dann mauen. End of Turn die Bubble cracken wahrscheinlich. Mm. Oder man lässt sie liegen, wenn man den Artefakt-Count braucht. Na, geht dafür. Guckt sich an, was man zieht und dann sieht man das auch. Man kann das nicht verändern, ne? Nee, das ist eine Ursus-Saga. Das ist eine Ursus-Saga. Thoughtguards und Thought. Hier. Monitor. Ja, du brauchst halt jetzt einen Brazen oder einen Otawara. Du hast sogar das Mana. Musst du da für die ersten Anfangs verloren? Für Otawara? Nee, für den. Achso. Für den Thoughtcast. Ich meinte eben Brazen, so. So. Ja. Du hast für beides das Mana, weil die Emery ist ja Legendary, das kostet Otawara, die wird dann eins weniger. Ist ja noch drei, oder? Yep. Eins. Schwierig. Zwei, drei, vier, fünf. Yep, da kannst das du. Reicht halt für. Thoughtcast. Thoughtcast, wie ein wirklich bitteres Thoughtcast. Für drei Mana Thoughtcast fühlt sich nicht gut an. Zwei. Zwei Bubbles. Können halt nochmal ein Redraw nächste Runde werden, weil man einfach mal drei Karten ziehen kann. Ja, sag mal go. Das ist so bitter, dass man nicht mal angreifen kann. Also man kann angreifen, macht halt nur keinen Schaden. Das ist halt das Bittere. Das halt einfach. Gar nichts. Ja, leider. Sagt er halt einfach, jo, passiert.
Und was machst du so in deiner Freizeit? Das müsste man theoretisch mal. Du kannst dir das nicht leisten. Grief. Ja, damit geht dein Redraw, dann kannst du auch deine Bubbles alle sacken. Musst du, glaube ich, sogar. Jojo. Du musst jetzt einen Brazen finden oder die Ottawara. Eins, zwei. Nicht mal das Karakas bringt. Stimmt, was. Weil der Emissary nicht Legendary ist. Keins oh von den Gott. Kreaturen, die da liegen, ist Legendary. Ja, das tut mittlerweile richtig weh beim Reanimator. Ja, ich glaube, das war's, oder? Das war's, ja. Der ist kleiner, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das war... Das war's. Krass. 2-0 für Reanimator. Der Beatdown-Plan hat funktioniert. Emissary ist eine gute Karte. Ja, gegen Edcast auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich noch. Stimmt, man kann auch versuchen, mit einmal Bubble was zu finden. Aber dann hast du halt auch nur eine Kreatur los und der Grief haut dich trotzdem tot. Ja, oder du machst einen Hardcast den Top Manager. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, fehlt dir noch was. Oder? Fehlt dir was und dann hast du eh keinen Mana. Du musst erstmal noch zum Bounce. Stimmt. Also, gerade ist aktuell schlecht. Vor allem, weil halt wirklich nichts gekommen ist. Gar nichts. Beziehungsweise doch, also du hast halt ein Ottawara auf dem Feld liegen, die bruchtest du aber auch, um überhaupt zu connecten. Weil du nicht gut nachgezogen hast aus den drei Bubbles und dann hast du halt noch einen Brazen in den Friedhof geschmissen. Ja, das passiert halt auch. Das ist aber auch vollkommen legitim. Man kann jetzt noch fetchen und dann im Gegnerzug schauen, ob man einen Torwart zieht. Ja, da siehst du ja auch, was du ziehst. Jupp, da wird schon hochgetickt. Das war's. Ja, krass. 2-0. So, da blendet dann oben drauf. So dieser Mittelfinger vom Deck. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.